Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Heute mal wieder mit einer wöchentlichen Legung zu deinem Thema, was du hast, was dir am Herzen brennt und wo du vielleicht gerne eine Antwort haben möchtest. Genau, wo dir vielleicht aufgezeigt werden, ob dahinter welche Hindernisse da sind, welche Herausforderungen, welche Möglichkeiten, welche Tendenzen, ja. Wie immer biete ich eine Zeitqualitätskarte an. Diesmal ist es ein Lenormand-Deck und drei Stapel mit jeweils einem Tarot-Deck, wovon du dir einen oder auch mehrere aussuchen darfst. Wichtig ist, dass du dein Thema reinbringst, dass ich versuche immer so allgemein wie möglich die ganze Legung zu machen. Klappt nicht immer, manchmal ist es auch konkret, aber ich versuche es immer so zu machen, dass du innerhalb von dem Thema, was sich hier zeigt, dein Thema mit reinbringen kannst und dann halt selber gucken darfst, wie du da jetzt das Thema mit eben interagierst, ja. Also ist auf alle Fälle gefragt, dass du selbstverantwortlich hiermit umgehst, mit der Legung, dass du natürlich intuitiv umgehst, schaust, ob du hiermit konform gehst oder nicht und dass du ehrlich mit dir selber bist. Das ist das Allerwichtigste, ja. Und ich möchte auch gerne, dass du flexibel und spielerisch und leicht mit der Legung umgehst, dass du das jetzt nicht zu eng siehst, sondern dass du, wenn du spürst, dass du zwei Stapel ziehen möchtest, dass du dann zwei ziehen darfst. Oder dass du einfach auch die Karte selber interpretieren darfst, wenn du magst. Also du darfst die Legungen hier so mitnehmen, wie du meinst, dass es für dich richtig ist. Ich habe hier keine festgelegte Regel. Die einzige Regel, die ich habe, dass du spielerisch damit umgehst, selbstverantwortlich, intuitiv und ehrlich mit dir selber. Ja, natürlich auch ernst nimmst, was hier als Aussage rauskommt. Ne? Das ist natürlich schon wichtig. Ja, okay. Das ist mein Sermon, den ich am Anfang immer so habe. Und ich würde sagen, wenn du Lust hast und mitzumachen, dann fangen wir jetzt hier mit der Zeitqualität an. So, und dann haben wir jetzt hier das Dreaming Whale Enomo. Wollen wir mal gucken, was die Zeitqualität ist? Ich habe ein neues Buch mit Lenomo, da werde ich vielleicht reingucken. Das ist nämlich sehr kreativ. Oh, wir haben das Bouquet. Wow, und das Bouquet ist ja eigentlich ja ein Geschenk. So ein Stück weit auch eine Glückskarte, ein Stück weit auch eine kreative Karte. Also Kreativität, Geschenk. Ich gucke jetzt aber mal schnell, was hier steht. Ich finde das immer spannend, sich ein bisschen Überraschung. Ja, genau, es ist eine Überraschung, aber eine positive Überraschung, die vielleicht sogar ins Glück gehen kann. Und ein Geschenk ist ja letztendlich auch eine Überraschung. Ja, und irgendwas Schönes, was Angenehmes, was in dein Leben kommt. Das ist jetzt die Zeitqualität. Und es geht wahrscheinlich auch sicherlich darum, dass du jetzt auch das Ding annehmen darfst, ne? Weil oft ist es ja das Problem, dass man Geschenke nicht annehmen möchte. Ja. Und also das ist auf alle Fälle eine ganz tolle Karte im Tarot, die neben dem Klee für mich, der Klee ist so das Glück, auch wirklich Glück bedeutet, Überraschung, Positives, was in dein Leben kommt. Das ist jetzt die Zeitqualität. Und ich würde mal sagen, es geht sicherlich dann auch noch darum, dass du es erkennst und dass du es auch annimmst. Aber das können wir ja dann einfach mal gucken. Oder ich lege noch eine Lenormand-Karte und wir gucken jetzt einfach mal, ob hier noch was gesagt wird. Oh! Ich bin ja ein kreativer Mensch. Das ist das Deckblatt von diesem Deck. Und da diese Karte wie ein Joker aussieht, habe ich die als Joker definiert, ja? Also, entweder macht die Karte alles, was negativ ist, positiv, also ne, bringt es ins positive Licht, oder es ist eben der Joker. Und ich glaube, die Zeitqualität ist gerade so, dass du eben, dass der Joker da ist, dass du jetzt den Joker ziehen kannst. Das ist die Überraschung. Der Joker kommt auf dich zu. Also, egal welches Thema du jetzt in deinem Leben hast und welche Hindernisse, es wird sich auflösen. Und die Überraschung ist einfach die, dass sich's auflöst, dass du vielleicht
die Möglichkeit kriegst, dann Dinge in Bewegung zu bringen oder wenn du ein Hindernis hast, dass das Hindernis weggeräumt wird. Also hier ist auf alle Fälle was ganz Positives am Start, ja. Der Joker kommt, der hilft dir und es wird alles gut. Und das ist die Überraschung. Und dann wird dein Leben neu. Dann kriegst du das Geschenk, dass du das, was dich sehr beschäftigt, eben ins Positive wandeln kannst. Ja, das ist die Zeitqualität. Wow, das ist ja total geil. Die Joker-Karte. Joker! Dreaming Way heißt ja übrigens auch der Weg zu träumen. Also Baby. Also ja, einfach nur eine geile Zeitqualität. Wenn du jetzt noch für dein Thema, auch wenn es negativ ist, es wird sich zum Positiven wenden. Wenn du jetzt weitermachen möchtest, wenn du jetzt noch mal näher durchleuchten möchtest, so genauer, was eben bei dir los ist, ja, dann darfst du dir jetzt einen Stapel oder auch mehrere aussuchen. Ich habe hier das Sun and Moon Tarot. Hier habe ich das White Sage Tarot und hier habe ich das Vanessa Tarot. Ich habe heute lauter meine kleinen Tiny Box Special Tarots genommen, die so ein bisschen anders sind. Und genau, das ist eher Toss angelehnt, das ist eher ein Pip-Deck und das ist eher an Rider White angelehnt, aber sehr weit, also nicht eng. Ne? Okay, eins, zwei oder drei. Du darfst jetzt entscheiden, welchen Stapel du nehmen möchtest. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Hallihallo, ihr Lieben, vom ersten Stapel. Das ist der erste Stapel und das ist das Sun and Moon Tarot und das liebe ich total. Hier haben wir auch schon die erste Karte. Wow, die 10 der Pentakel und die ist in diesem Deck mit einem Liebespärchen. Hier geht es aber halt Wealth, also um, wie nennt sich das? Ach, wenn man viel Geld, also wenn man viel Besitz und Geld hat, ich komme jetzt nicht aufs Wort, glaubst du es? Also manchmal fehlen mir heutzutage die Worte. Die Königin der Kelche, die 4 der Pentakel, oh, die 5 der Stäbe und wir haben den Magician. Ihr wollt aber noch einen raus und ihr wollt zum Magician. Und die Sonne. Baby, du hast ein Riesenpotenzial. Der Hammer. Du kannst in die absolute materielle Fülle kommen hier, aber auch wenn du jetzt in der Liebesverbindung bist, sagt mir die Karte, dass hier ein absolutes Potenzial ist, auch in die Fülle in der Liebesverbindung zu kommen. Aber es ist aber eigentlich eine materielle Karte. Hier haben wir den Magier und der Magier ist für mich hier so ein bisschen der Joker auch. Und die Sonne, Baby, du hast hier ein Riesenpotenzial. Hier haben wir übrigens auch ein Pärchen. Vielleicht geht es hier sogar auch um Liebe. Es ist aber, du kannst aber jedes Thema natürlich reinbringen. Ne? Aber da wir hier zweimal Pärchen haben, wer weiß. Und wir haben hier in der Mitte die Königin der Kelche. Und die Königin der Kelche, die ist eine Frau, die ja sehr, 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 die ist ja absolut empathisch. Also das ist die reinste Weiblichkeit von den Aspekten her. Empathie, Intuition, fließen. Sie fließt eigentlich nur. Sie kann mit den Gefühlen umgehen. Sie kann mit dem Fließen umgehen. Sie ist so mit dem Element Wasser verbunden, dass sie damit unheimlich gut umgehen kann. Und vielleicht ist dein Thema gerade, dass du eben nicht fließt und dass du da hinkommen kannst, wenn du dich eben traust. Einfach zu sein, sage ich jetzt mal, einfach dich in den Fluss des Lebens zu begeben. Ich werde jetzt aber gerade noch mal hier schon mal so eine sexy crazy Love Cards ziehen, weil ich das Gefühl habe, vielleicht kriegen wir hier noch ein Thema rein. Ja. Wishes fulfilled und die oberste hier wollte ich auch ziehen. Give each other space. Also hier geht es darum, dass deine Wünsche sich erfüllen. Da ist jetzt kein großer Advice und dass du anderen Raum geben solltest. Ja. Also hier geht es darum, um Konflikt einfach auch, ne? Wenn du mit anderen interagierst, dass du denen einfach auch Raum geben solltest. Und ich habe hier. Vielleicht solltest du dir auch selber Raum geben, weil ich habe hier auch noch eine Karte,
Da steht jetzt zwar Kraft, aber für mich ist die Vier der Pentakel eine Sicherheitskarte. Er hat hier übrigens auch ganz viel Licht in sich. Und die Karte sagt mir jetzt gerade ganz klar, das ist echt spannend, manchmal erkenne ich die Karten neu, wenn ich eine Lesung öffentlich mache, dass du nicht auf die äußere Sicherheit achten solltest, die einengend sein kann, besonders bei den bei den Münzen, weil das die materielle Sicherheit ist. Die kann sehr einengen und dann hast du nämlich nicht genügend Raum, um dich zu entfalten, sondern dass du deine innere Sicherheit entfalten solltest, nämlich deine Selbstsicherheit. Das sagt mir diese Karte. Und wenn du in deiner Selbstsicherheit bist, dann brauchst du diese äußere Sicherheit nicht mehr und dann hast du das ganze Universum als Raum, um letztendlich dich zu entfalten. Und dann kannst du letztendlich auch wie die Königin der Kelche fließen, im Flow des Lebens, weil du dir selbst sicher bist. Und du brauchst dann nämlich keine Sicherheit im Außen mehr, keine Box mehr. Und dann kannst du nämlich auch fließen, weil in einer Box, in einer äußeren Sicherheit kannst du nicht wirklich fließen. Und dann kannst du auch nicht in diesen Erfolg hier kommen, den du hier überall liegen hast. Und die fünf der Stäbe, die erzählt mir von, ja, das, was auch was gelebt werden will, was raus möchte. Strive heißt ja streben, ja, also nach außen, nach hier möchte was gelebt werden. Und hier ist aber noch ein Kampf. Entweder eine Diskussion, aber eher. Entweder mit einem Gegenüber, ja, vielleicht sogar mit deinem Herzmenschen, wenn es hier um eine Liebesverbindung geht, oder vielleicht auch mit deinem Chef oder deiner Familie. Du hast hier irgendeine Auseinandersetzung, eine äußere, beziehungsweise vielleicht sogar auch eine innere, weil was gelebt werden möchte, was raus möchte. Du möchtest irgendwo hin und es kann aber noch nicht, weil es eben in dieser Sicherheit letztendlich festhängt, ne? In der 4. Die 5 ist ja eine Zahl, da möchte ein Stab raus und die 4, die hält eben noch alles fest, weil man eben Angst hat oder das Gegenüber Angst hat, es letztendlich zu leben, wenn du das zusammen mit jemandem halt hast. Und diese Karte sagt aber, spricht aber auch von Konkurrenz, ja. Kann auch sein, dass es hier um Konkurrenz geht, innerhalb auch einer Verbindung, die jetzt nicht unbedingt geschäftlich ist, sondern man steht manchmal auch in Konkurrenz mit seinem Liebespartner, weil es dann darum geht, wer hat Recht zum Beispiel. Ja, das ist ja auch sowas wie Konkurrenz. Und es geht jetzt einfach auch darum zu lernen, dass du eben dem anderen auch den Raum gibst, seine Dinge zu äußern. Das ist ja letztendlich diese Karte. Und sich zu entfalten auch und dass du ihn auch entfalten lässt, auch wenn er vielleicht anderer Meinung ist und was anderes machen will, dann soll er sein Ding machen und du machst dein Ding. Und zusammen könnt ihr es dann vielleicht ja auch trotzdem unter einen Hut bringen, ja? Darum geht es, zu gucken, was innerhalb eurem Raum möglich ist, letztendlich einzubringen. Ja? Und dazu ist es eben auch wichtig, dass man aus dieser Enge rausgeht der materiellen Sicherheit und aus der Enge dieser Sicherheit, die man innerhalb der Stäbe hat in der 4. Dann die 4 der Stäbe ist allerdings eigentlich eine schöne Karte, die nämlich genau diesen Raum gibt. Aber ihr gebt euch nicht diesen Raum. Du hast nicht diesen Raum, dich zu entfalten, weil du dich innerlich letztendlich bekämpfst oder aber im Außen diese Kämpfe austrägst. Und diese Legung sagt mir ganz klar, dass du dir den Raum geben solltest, das zu leben, was deine Seele leben möchte. Und das ist das, was im Unterbewusstsein ist. Da hast du den Magier, der hat einen ganz großen Willen, was rauszubringen, nämlich seine ganzen Talente. Und du hast Talente, weil die Karte, die sagt auch, die spricht auch von Talenten letztendlich, ja. Der Bouquet. Und du hast den Joker und du bist letztendlich der Joker und du möchtest es rausbringen, aber du bist hier immer noch verhaftet in deinem Sicherheitsdenken und in deinen Diskussionen, vielleicht auch im Konkurrenzdenken, ich weiß es nicht, oder vielleicht auch in dem Denken, dass du es nicht kannst, weil ein anderer besser ist, kann natürlich auch sein und deswegen traut sich der fünfte Stab nicht raus, ja, obwohl er eigentlich raus will. Das hat ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Und hier ist diese Selbstbewusstseinskarte für mich ein Stück weit, ja. Also versuch in dein Selbstbewusstsein zu kommen, raus
oder in deine Selbstsicherheit, raus aus der äußeren materiellen Sicherheit, rein in deine Selbstsicherheit, und dann kann alles fließen. Und dann kann nämlich auch der Magier rausfließen. Und dann kann auch die Sonne und letztendlich hier rausfließen. Dann kannst du letztendlich auch das leben, was du leben möchtest, nämlich dein, das ist so hier mein, das ist für mich so ein bisschen in dieser Legung dein Seelenruf, ja. Das ist eigentlich eine Erfolgskarte. Das ist so die Karte, die eigentlich hier reingehört. Aber die ist hier bei dir vergraben und die kann nicht gelebt werden. Dein Erfolg, deine Sonne, dein Seelensein, dein Magier kann im Moment nicht gelebt werden, weil du es nicht fließen lässt, weil du dir nicht den Raum gibst, weil du anderen vielleicht auch nicht den Raum gibst, weil die sich vielleicht innerhalb von eurer Gemeinschaft, wenn es eine Gemeinschaft ist, auch nicht entfalten können, weil du in deinem Sicherheitsdenken bist, ne? Und du glaubst, dass äußere Sicherheit wichtiger ist. Und du, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du echt aus deiner Box raus solltest und in deine Selbstsicherheit rein. Und du wirst echt, du wirst Großes leben. Hier steht ja auch noch, dass deine Wünsche erfüllt werden. Ja, also trau dich, dich in den Fluss des Lebens zu geben. Trau dich, intuitiv zu leben und nicht ständig deinen Verstand einzuschalten, deinen Verstand nur einzuschalten, wenn es darum geht, deine Intuition zu ordnen, sage ich mal, oder für das objektive Anschauen deiner Situation. Da darfst du deinen Verstand einstellen, ja, und auch Dinge klar rauszubringen, aber weiter nicht. Der Rest ist wirklich das Fließen, der Rest ist im Herzen zu sein und das zu leben, was dein Herz dir sagt. Raus aus der äußeren Sicherheit, rein in die Selbstsicherheit. Und dann kannst du auch das rausbringen, was letztendlich gelebt werden will. Dann brauchst du auch nicht mehr mit dir oder anderen zu diskutieren. Gib dir den Raum. Das ist ganz wichtig, dass du dir und anderen diesen Raum gibst. Hier hast du diesen Raum nicht, Baby. Und es schreit danach, dass du diesen Raum jetzt lebst und dass der Magier in dir gelebt wird. Deine Talente, das ist der Joker letztendlich, der will gelebt werden. Und dann werden viele von deinen Träumen auch wahr werden, weil dann gehst du ja mit dem Flow und der Flow ist ja letztendlich auch dein Seelensein. Und wenn dann doch mal irgendwann ein Hindernis kommt, dann wirst du fließend dieses Hindernis, und das ist auch mit, das hat auch sehr viel mit Urvertrauen zu tun. Nicht nur mit Selbstsicherheit und Selbstvertrauen, sondern eben auch mit Urvertrauen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt hast du die Zeitqualität, dich dem Leben wirklich komplett hinzugeben und das zu leben, was deine Seele dir sagt. In deiner Situation, in der du dich jetzt befindest. Und dein Thema, das kannst du natürlich reinbringen. Natürlich, aber es geht eben auch tatsächlich ums Fließen. Ja, ums Fließen. It's time to stop procrastinating. Das ist also jetzt die Zeit, das Ganze voranzubringen und nicht weiter die Dinge zu, wie heißt denn das? Immer weiter nach vorne zu schieben. Du hast die ganze Zeit alles nach vorne geschoben, was mit deinem Thema zu tun hat. Vielleicht auch deine Talente tatsächlich zu leben und auf dein Herz zu hören. Die Karte ist so ein Stück weit auch auf dein Herz hören, ja. Und ja, ich habe das in der zweiten Legung jetzt gehabt. Die zweite Legung habe ich zuerst gemacht eben. Die habe ich zuerst aufgenommen, weil ich irgendwie die Intention hatte, die zuerst aufzunehmen. Da hatte ich die Karte und auch die Karte. Und das ist echt spannend. Also nicht die Karte, aber da ging es auch darum, dass man auf sein Herz hören sollte, ja. Und hier geht es darum, hör auf dein Herz, und guck genau hin und was deine Intuition sagt. Und leb es jetzt und tu es nicht immer wieder herausschieben, auch nicht das Thema, um das es bei dir jetzt geht. Und wenn es bei dir zum Beispiel um ein Projekt geht, dann schieb das Projekt nicht mehr heraus. Oder wenn es darum geht, einen Konflikt zu lösen, dann schieb es nicht mehr heraus. Mach es jetzt.
Stell dich diesen Dingen und stell dich eben auch deiner Selbstsicherheit. Das ist ganz wichtig. Und gib dem anderen Raum, wenn es um einen Konflikt geht oder um eine Gemeinschaft. Das ist ganz, ganz wichtig. Wow, du hast hier so geile Karten und deine Wünsche, die werden erfüllt, weil du hast hier auch den Joker. Jetzt ist die Zeitqualität. Mach es, mach es, mach es. Gib dich dem Flow hin. Ich kann es nicht anders sagen. Gib dich dem Flow hin. Raus aus deiner Box. Gib dich dem Flow hin und geh in deine eigene Selbstsicherheit und lass das Ding hier einfach mal knallen, ja. Deine Talente und deine Sonne, dein Sein, das gelebt werden möchte. Und du wirst einen Riesenerfolg damit haben. Einen Riesenerfolg und du wirst auch zu Reichtum kommen. Inneren wie äußeren, ja. Es sagt, ja, egal um was es bei dir geht. Um eine Verbindung, um Geld, um weiß ich nicht was, ja. Wow, das ist eine geile Legung, Baby. Ich kann dir nur sagen, mach was draus und spür mal genau hinein, ob es deine Legung ist, ob du eine Inspiration rausholen konntest oder einfach nur die Energie, die da jetzt drin steckt. Ja, und wenn dir das jetzt hier weitergeholfen hat, dann freue ich mich total und dann freue ich mich natürlich auch, wenn du das Video ein bisschen interagierst mit Teilen, Liken, Kommentieren. Und wenn du noch Fragen hast und nicht weiter weißt, dein Thema hier vielleicht reinzubringen, dann darfst du mich gerne anschreiben. Oder wenn du vielleicht auch eine private Lesung möchtest, dann natürlich auch. AndreaWirk.com ist meine Webseite. Du darfst mich gerne über WhatsApp und Telegram anschreiben, weil das ist für mich einfacher, da zu interagieren, viel unkomplizierter. Die Daten findest du, wie gesagt, auf meiner Webseite andreawirk.com. Und wenn du jetzt hier überhaupt nicht mit konform gehst, wenn du jetzt sagst, oh, was labert denn die Tussi hier, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, dann ist es nicht deine Legung, dann bin ich vielleicht auch nicht deine Kartenlegerin, ja. Dann leg die Legung weg, dann das ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden passen und such dir eine andere Legung oder auch einen anderen Kartenleger aus und alles ist gut, ja. Alles ist gut. Ne? Okay. Ich danke dir sehr fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe für deinen Weg. Und wenn das jetzt hier dein Weg ist und wenn du hiermit konform gehst, dann sage ich nur, mach was draus. Hier, deine Wünsche können erfüllt werden und du hast das dicke Ding gezogen, ja. Hier haben wir auch irgendwie die Wunscherfüllung. Die Sonne ist die geilste Karte im Tarot. Und guck sie dir an, wie geil die hier ist. Und guck dir deine Talente an. Und guck dir an, was du wirklich erreichen kannst. Den absoluten Reichtum, innen wie außen. Das ist deine Legung. Danke, alles Liebe, tschüss. Hallo ihr Lieben vom zweiten Stapel. Das ist jetzt das White Sage Tarot. Und da wollen wir mal schauen, was bei dir so los ist. Die Karte will raus. Wow, wir haben die drei der Pentakel. Du hast ein Riesenpotenzial, was wachsen zu lassen, in deine Meisterschaft zu kommen, was auch immer. Oh, und wir haben die sieben der Kelche. Die ist in diesem Deck, die hatte ich in diesem Deck noch nie. Fällt mir gerade auf. Da muss ich jetzt erstmal gucken, die ist ja so ganz anders. Und die sechs der Stäbe. Wow, das ist die Erfolgskarte. Nee, die will raus. Den Bären. Das ist die Stärke. Und der Turm. Das ist jetzt sehr witzig, weil der ist hier unten und der ist so die Basis letztendlich und die wackelt. Die hat hier schon einen Sprung. Und das ist hier, glaube ich, Wasser? Ich weiß es gar nicht. Und wir haben die sieben der Stäbe. Ich will jetzt mal, da muss ich jetzt gerade mal beim Tower gucken. Der ist hier ganz anders und ich finde den sehr spannend. Ich hatte den schon mal, ich weiß, ich hatte den, aber da war nämlich irgendwo Water. Ja, das ist Wasser, das wollte ich nämlich wissen. Ach, jetzt hätte ich auch gleich mal gucken können, was es für ein Chakra ist, weil das Deck arbeitet ja mit Chakren. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was der Turm ist. Der Turm ist der Mars, natürlich, das ist ja auch das Wurzelchakra dann, genau. Okay, wir haben hier jetzt alle Chakren vertreten. Wurzelchakra, Herzchakra, Sakralchakra, Halschakra. Und das ist das Herzchakra hier, die Stärke. Und glaube ich zumindest.
Ja, ich meine, das wäre das Herzchakra. Das konnte ich mir nämlich gerade noch so merken. Ja. Und ich möchte aber auch, sorry Leute, für die vielen Unterbrechungen bei den sieben der Kelchen mal gucken, weil die hatte ich hier in dem Deck noch nie und die ist so, obwohl ich habe schon eine Idee. Ich habe hier schon eine sehr gute Idee. Also, Babes, bei dir geht es jetzt echt darum, das ist hier so die Herzkarte, so das Wichtigste. Du traust dich, was noch nicht zu leben. Da möchte was auch vom Gefühl her gelebt werden. Du hast so eine Intuition, dass du was ganz Bestimmtes leben möchtest. Es kann sein, dass du jetzt, dass es bei dir um eine Herausforderung geht oder um was, was du rausbringen möchtest oder neu leben möchtest. Du kannst jetzt wirklich jedes Ding reinbringen. Und du hast eigentlich vom Prinzip her schon die Idee dazu und du hast ein Gefühl dafür, aber du traust deinem Gefühl noch nicht so richtig. Und wir haben ja hier auch den Herzbereich, also das Herzchakra. Also hier geht es darum, wirklich genau auf sein Gefühl zu hören, auf sein Herz zu hören und dem Herzen auch zu trauen. Ja, weil wenn du das nicht machst, dann wird bei dir alles zusammenbrechen. Dann wird es, das wird sowieso, so oder so wird das, worum es bei dir jetzt geht, also entweder was Neues entstehen oder das Alte wird auf alle Fälle gehen. Und ich habe so das Gefühl, es geht hier auch wieder um eine alte Box, weil der Turm ist da und wir haben hier die sieben der Stäbe. Und die sieben der Stäbe, die spricht für mich auch immer davon, dass man den Stand halten will. Man will den Stand halten. Du möchtest hier deinen Stand halten. Und der Stand ist oft auch der Ruf oder das Prestige oder das Alte, was man noch halten möchte, weil man glaubt, das tut einem noch gut. Und du oder eben kann auch sein, dass es um was Neues geht, was du rausbringen willst und du hast das Gefühl, du musst dafür kämpfen und weil die Leute dagegen sind. Aber das ist nicht so. Wenn du was Neues leben willst, egal ob es jetzt um ein Projekt geht oder um eine Herausforderung, der du dich stellen willst und du bist anderer Meinung, dann geht es nicht darum, dass du dich hier, dass du deinen Stand hältst. Es geht darum, dass du einfach das bist. Und das ist dann letztendlich hier auch die sieben der Kelche und das Herzchakra, dass du einfach aus dem Herzen lebst und dich auch traust. Bei dieser Karte traust du dich noch nicht so, weil du dem Ganzen nicht traust. Ja, weil du glaubst, das ist eine Illusion, was du leben möchtest. Das ist aber keine Illusion. Das möchte dein Herz leben. Und in dem Moment, wo du das dann auch lebst, weil es dein Herz leben willst, dann wirst du Erfolg haben und dann wirst du in deine wahre Kraft kommen und dann brauchst du letztendlich keine Abwehr mehr. Dann brauchst du dich nicht mehr zu profilieren, dann brauchst du deinen Stand nicht mehr zu verteidigen. Und das bricht hier gerade zusammen, dass du deinen Stand verteidigen willst. Und ich glaube, die alte Box bricht auch zusammen. Und ich glaube, hier bricht aber eher das zusammen, dass du noch deinen alten Stand verteidigst, dir selber vielleicht auch gegenüber, weil du dich hier nicht traust, weil du deinem Herzen nicht traust. Du traust letztendlich deinem Herzen nicht in Bezug auf dein Thema. Und wie gesagt, das kann jetzt alles sein. Und es geht jetzt darum, dass du deinem Herzen vertraust, deiner Intuition, das, was dein Herz spricht. Mach das, was dein Herz spricht. Mach es. Du hast hier den Joker, du hast hier deine Glückskarte, deine Talentekarte, deine Überraschungskarte, deine Geschenk. Du hast jetzt das Geschenk vom Universum, das ist die Zeitqualität, dass du auf dein Herz hören darfst, dass du das machen darfst in deiner Situation, was dein Herz sagt. Und da solltest du jetzt auch genau hinhören. Und dann wird vielleicht auch was zusammenbrechen, was alt ist, was du nicht mehr brauchst. Und du brauchst es auch nicht zu verteidigen. Weil das kann jetzt gehen, das darf gehen. Du brauchst nicht mehr diesen Turm, du brauchst nicht mehr eine Mauer, um dich zu schützen. Du brauchst auch keine Stäbe mehr, die dich schützen. Wenn du aus deinem Herzen lebst, dann bist du automatisch geschützt, weil du kommst dann in deine eigene Kraft. Du bist dann viel kraftvoller als vorher. Und wenn du in dieser Kraft bist, dann brauchst du keine Schutzmauer mehr, dann brauchst du keinen Turm mehr, der dich schützt, keine Box mehr und du brauchst auch nicht mehr dich zu verteidigen, weil du bist einfach nur. Und in dem Moment, wo du bist, kann dich keiner angreifen, weil du bist dann so kraftvoll, dass dich keiner mehr angreift. Oder du nimmst es dann vielleicht auch gar nicht mehr wahr, weil es überhaupt nicht mehr in deinem Wahrnehmungsfeld ist.
Das ist jetzt abstrakt, aber das ist so. Und ihr könnt mir das glauben, Babes, weil ich lebe so. Genau so lebe ich. Ich habe meinen Turm zusammenstürzen lassen und ich habe meine Stäbe eingesteckt und ich muss mich nicht mehr verteidigen. Ich habe zwar manchmal noch Situationen, wo ich dann in dieses alte Modus reinfalle und mich verteidige, dann verteidige ich mich auch und dann gehe ich aber wieder raus, weil ich dann plötzlich erkenne, was machst denn du hier eigentlich für eine Kacke? Du musst dich gar nicht verteidigen, weil du bist, wie du bist und das ist richtig so. Und dann gehe ich raus aus dem Modus und dann komme ich wieder in meine Kraft und dann ist alles erledigt. Und so läuft das. Und wenn du in diesem Modus bist, dann kannst du jede Situation meistern, jede Herausforderung, jedes Ding, was du letztendlich umsetzen möchtest, auch ein Projekt in jedem Feld, egal ob es beruflich ist, finanziell, ob es eine Liebesverbindung ist, ob es deine Familie ist, deine Freundschaft, egal um was es bei dir jetzt geht, du kannst es meistern, wenn du auf dein Herz hörst. Und wir haben ja hier auch das Herzchakra und das liegt auch noch in der Mitte, wo das Herz ist letztendlich, das ist der Hammer. Und du kannst dann, wenn du das jetzt geschehen lässt und wirklich auf dein Herz hörst und was dein Joker dir sagt und was hier dir geschenkt wird, dann kannst du zu deiner Meisterschaft gelangen. Und das ist hier diese wundervolle Drei der Pentakel. Du hast dann die Basis erschaffen und kannst auf diese Basis aufbauen. Das ist die Meisterschaftskarte für deine persönliche Bewusstwerdung letztendlich. Und wenn du jetzt aber nicht auf deine Bewusstwerdung, wenn das jetzt nicht dein persönlicher Weg ist, sondern eine ganz bestimmte Situation, dann hast du in dieser Situation, wenn du auf dein Herz hörst und den Joker nimmst, ja, und das Alte da lässt, wo es ist und zusammenbrechen lässt, dann hast du eine Basis, um darauf aufzubauen und um daran zu wachsen. Und das ist so eine geile Legung, Baby. Und ich kann dir nur sagen, lass den Turm zusammenbrechen. Ja, weil das Wasser ist letztendlich ja auch das Weibliche, das Gefühl, die Intuition. Das Wasser lässt letztendlich im Moment deinen Turm zusammenstürzen, deine Sicherheit. Der Turm ist deine Sicherheit, deine alte Box. Ja, weil das ist das Herz eigentlich letztendlich, was jetzt rüttelt, es will gehört werden. Und deswegen bricht es hier zusammen. Hör auf dein Herz und mach ruhig mal eine Übung mit dem Herzchakra oder verbinde dich mit deinem Herzen. Und wir haben hier ja, wie gesagt, alle möglichen Chakren. Du kannst auch, ja, die sind nicht so wichtig. Ich glaube, am wichtigsten ist hier im Moment das Herzchakra. Und das ist ja auch das Herzchakra. Also du hast hier zweimal das Herzchakra. Das habe ich schon wieder vergessen, was der Turm war. Ich habe doch eben nachgeguckt. Sag mal, mein Gehirn ist aber auch nur kurzzeitmäßig ausgestattet. Das Wurzelchakra. Das Wurzelchakra und das Solarplexus ist wahrscheinlich auch nochmal wichtig, weil ist so das Vertrauen. Das Wurzelchakra ist das Urvertrauen und der Solarplexus ist das Selbstvertrauen. Und da geht es bei dir jetzt ganz stark drum. Ja, um diese drei Bereiche, ne? Das Urvertrauen, Selbstvertrauen und dein Herz. Und da kannst du gerne auch nochmal hinschauen, vielleicht auch mit den Chakren arbeiten, wenn du magst, auch mit dem Sakralchakra. Das ist so die Gebärmutter eher. Da geht es darum, um Kreativität, aber auch um Gebären. Hier möchte natürlich auch was geboren werden, nämlich, dass du das lebst, was du bist, ja, ne? Deine Authentizität. Wow, das ist so eine schöne Legung. Ich bin total begeistert. Und du kannst, wie gesagt, jetzt auch eine Situation reinbringen. Das muss jetzt nicht unbedingt dein Bewusstwerdungsweg sein, um den es hier gerade geht, ja, sondern es kann tatsächlich auch was reingebracht werden. Und was sagen mir jetzt diese Crazy Sexy Love Notes Cards? It's time to stop procrastinating. Also es ist jetzt die Zeit, dass du das, was du immer wieder vorherschiebst, dass du das jetzt einfach umsetzt. Vielleicht ist das auch eben dein Thema, ja, dass du immer was, dass du zum Beispiel ein Projekt, was du rausbringen wolltest, weil du dich nicht getraut hast, weil du nicht wirklich auf dein Herz gehört hast, dass du das immer wieder nach vorne geschoben hast, nach vorne. Und wenn du Dinge nach vorne schiebst, auch Dinge, die du klären musst, weil es eine Herausforderung ist und das nicht machen willst, immer wieder nach vorne schiebst, dann wird irgendwann was zusammenbrechen, weil es ist dann die Zeit, dass es geschehen muss. Und dann deswegen bricht es dann zusammen und deswegen wackelt dein Turm. Jetzt ist die Zeit, wo du das Ding wirklich regeln solltest, um das es bei dir geht, was dein Herz dir sagt. Und wie gesagt, es kann ein Projekt sein, es kann irgendeine Herausforderung sein, es kann was sein, was du klären musst. Hör auf dein Herz. Es ist ganz wichtig und glaube deinem Herzen. Glaub ihm, was es dir sagt. Es ist keine Illusion, es ist kein Traum. Setz es um. Und du wirst Erfolg haben damit.
Du wirst auf alle Fälle Erfolg haben und du wirst in deine Meisterschaft kommen. Du hast hier den Joker und jetzt ist die Zeit, dass du das Ding angehen kannst, ja? Das ist ganz wichtig und auch kraftvoll, weil du kommst in deine Kraft, wenn du auf dein Herz hörst. Du brauchst da nicht mehr hier ständig wie heißt es, zu gucken, dass du dich hier wehren musst. Nein, du bist dann in deiner Kraft und dann kannst du dein Ding durchstarten. Wenn du ihn mit deinem Herzen, wenn du auf dein Herz hörst, ja. Und es ist natürlich auch wichtig, dass du deinen Verstand einschaltest. Hier haben wir noch das Halschakra. Und dass du klar und objektiv in deiner Situation dann agierst. Ja, das ist hier das Halschakra und das ist Klarheit und klare Kommunikation und klares Agieren und Objektivität. Also, dass du aus deinen Emotionen rausgehst und wirklich klar deine Dinge auch darstellst, umsetzt, kommunizierst. Ja, das ist auch ganz wichtig. Wow, das ist eine sehr kraftvolle, sehr geile Legung. Und wenn du das jetzt nicht nutzt, dann weiß ich dir auch nicht zu helfen. Spür mal hinein, ob es deine Legung ist, ob du dir hier Input rausholen konntest, ob du dein Thema hier reinbringen kannst. Wenn du Probleme hast, dein Thema reinzubringen, dann kannst du mich auch gerne kontaktieren. Dann helfe ich dir dabei. Du kannst mich auch kontaktieren, wenn du Fragen hast oder eine eigene Legung möchtest, eine private. AndreaWirk.com ist meine Webseite. Da findest du die Daten auch für WhatsApp und Telegram. Ich mag es ja am liebsten, wenn man mich über diese Medien anspricht, weil ich dann auch einfach viel unkomplizierter agieren kann. Wenn dir diese Legung jetzt tatsächlich auch weitergeholfen hat, dann freue ich mich sehr. Das ist ja meine Intention auch. Und dann darfst du das Video auch gerne interagieren mit Liken, Teilen, Kommentieren. Und wenn es nicht deine Legung war, dann ist es nicht schlimm. Dann ist es einfach so, das ist eine allgemeine Legung, die passt nicht immer. Vielleicht bin ich auch gar nicht deine Kartenlegerin, ja. Dann such dir einfach eine andere Legung im Internet aus oder gegebenenfalls auch eine komplett andere Kartenlegerin. Da sind so geile Kartenleger draußen, da gibt es bestimmt auch eine für dich. Ja, und genau, ich danke dir sehr fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe. Und wenn das jetzt tatsächlich deine Legung ist, dann sage ich nur, mach was draus, ja. Alles Liebe dir, danke fürs Mitmachen, tschüss. Hallihallo, ihr Lieben vom dritten Stapel. Das ist jetzt der letzte Stapel und das ist das Vanessa-Tarot, was ich ja sehr, 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 sehr liebe. Auch die anderen zwei Decks liebe ich sehr, die ich gerade verwendet habe. Wollen wir mal gucken, was bei dir so los ist? Wir haben, wow, das Ass der Stäbe. Das ist ja schon mal klasse. Die sind mir jetzt hier zu viel. Die Sechs der Stäbe. Was haben wir denn heute hier? Wir haben heute nur gute Karten übrigens, auch bei den anderen Legungen, fast nur. Naja, die 5 der Münzen, die 8 der Münzen und wir haben die Wolte raus. Wow! Wir haben die 10 der Münzen. Wir haben hier ganz schön viele Münzen, das heißt, und auch Stäbe eigentlich nur. Das heißt, bei dir geht es hier sehr ums Materielle und um eine Unternehmung, ja. Bei dir geht es wahrscheinlich um irgendein Projekt, was du rausbringen möchtest. Könnte ich mir gut vorstellen. Wenn es jetzt was anderes ist, wenn es jetzt irgendein Problem oder ein Hindernis ist, dann musst du halt gucken, ob du dein Thema hier reinkriegst. Das weiß ich jetzt nicht, aber von den Karten her würde ich sagen, es handelt sich um irgendein Projekt. Das muss jetzt nicht unbedingt die Arbeit sein, was du gerne rausbringen möchtest, was du leben möchtest. Es kann auch eine Liebesverbindung sein, es kann was im familiären Bereich sein, im freundschaftlichen, auch im Arbeitsbereich natürlich und im finanziellen Bereich. Und du hast da ein Riesenpotenzial, das ist nämlich diese Linie hier. Und das Herz ist die Sechs der Stäbe. Und die Sechs der Stäbe ist beim Vanessa Tarot. Die Oscar-Frau, die ein bisschen magersüchtig aussieht, finde ich. Nichts gegen magersüchtig, sorry, das ist jetzt nichts Beurteilendes, aber sie sieht sehr ausgezehrt aus, finde ich. Aber gut, es ist ja so eine Art Comic hier. Okay, also, die hat ihren Oscar gewonnen. Das heißt, das ist so ein bisschen identisch mit dem Joker und auch mit der Überraschung und dem Geschenk, ja. Das heißt,
Du hast hier ein Riesenpotenzial, ganz viel Erfolg zu leben in deinem Leben, mit dem Projekt, was du vielleicht auch rausbringen möchtest, ja. Und du wirst auch, ja, hier haben wir eigentlich auch eine Erfolgskarte auf der materiellen Ebene. Die Karte ist für mich immer so ein bisschen das Zuhause ankommen, aber auch wenn es jetzt um ein Projekt zum Beispiel geht, dass man damit Erfolg hat in der materiellen Welt und einen Riesenerfolg und auch Gewinn, ja. Und die Karte sagt mir, dass es jetzt Zeit ist, eben mit dem Projekt rauszugehen. Das Projekt, was du starten möchtest. Es kann zum Beispiel auch das Projekt Hauskauf sein, ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier das Haus sehe oder Umzug oder weiß ich nicht, ja, oder eben was Arbeitsmäßiges. Das wirst du dann schon wissen, ne? Aber es wird auf alle Fälle Erfolg haben und du wirst auch zu Hause ein Stück weit ankommen mit diesem Projekt. Und du solltest es jetzt rausbringen. Jetzt solltest du das Projekt starten. Und wenn es darum geht, dass du irgendwas hast, was du lösen musst, ein Hindernis oder ein Konflikt, dann ist es jetzt auch der Zeitpunkt, das zu machen, weil du wirst damit Erfolg haben. Aber du solltest ja erstmal noch anschauen, wo du jetzt stehst, weil du stehst im Moment scheinbar eher so da, dass du dich nicht gut fühlst, dass du dich verloren fühlst, dass du dich allein gelassen fühlst, dass du kein Selbstbewusstsein hast bezüglich deiner Situation und dass du ja, dich vielleicht auch arm fühlst, wenn es jetzt ums Materielle auch geht oder um Besitztum. Aber die Lösung, das Geld, das liegt hier direkt neben dir und du erkennst es noch nicht, weil du hier nur deine Tränen sozusagen anguckst. Das ist hier, sind hier ist deine Tränenflüssigkeit, ja. Weil du einfach vielleicht auch zu sehr im Selbstmitleid bist. Selbstmitleid ist mal ganz gut, da ein bisschen drin zu schwelgen in seinem Drama, aber man sollte dann irgendwann auch wieder rausgehen, vielleicht auch mal die Perspektive ändern und gucken, wo man überhaupt steht. Und wenn du nämlich erkennst, wo du stehst und dass hier eigentlich die Lösung ist oder der Erfolg letztendlich, du brauchst nur deinen Arm dahin zu bewegen, mehr nicht. Und eigentlich musst du auch erstmal noch deinen Kopf umdrehen. Aber du bist so nah dran und du bist immer noch in deinem, ich kann das nicht, ich bin nichts wert, ich schaff das nicht. Du schaffst das, du hast den Joker, Baby. Mit dem Joker schaffst du alles. Und du wirst überrascht sein, was du alles letztendlich dann in die Gänge bringen kann. Du musst eben dich einfach nur noch mal ein bisschen bewegen. Ja. Ein bisschen kreativ sein vielleicht, ein bisschen an dir selber arbeiten oder an dem, was du eben letztendlich bewerkstelligen möchtest, unternehmen möchtest. Beweg dich, beweg deinen Arm, beweg deinen Kopf und hol dir deinen Erfolg, der liegt hier direkt neben dir. Und das ist das, was du jetzt noch arbeiten darfst. Und deine Talente darfst du letztendlich auch entdecken. Das sind deine Talente. Dein Talent ist hier. Hier hast du den Oscar gewonnen. Du hast ein Riesentalent. Du gewinnst den Oscar. Das ist der höchste, weiß ich nicht, wie sich das nennt, Prämie im Film. Wenn du einen Oscar gewonnen hast, dann war ja, das ist der Joker. Dann bist du der Joker. Also beweg dich. Beweg dich und erkenne den Erfolg, der hinter deinem Projekt steht oder deiner Unternehmung oder um was es letztendlich geht. Und erkenne auch deinen Selbstwert. Erkenne deinen Wert, den du selber auch hast. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche. Und erkenne auch deine Talente. Das sagt mir so ein Stück weit auch die Acht. Erkenne deine Talente. Du kennst deine Talente wahrscheinlich gerade nicht und du kennst auch nicht, du weißt auch nicht, dass du wirklich gut bist in dem, was du jetzt umsetzen möchtest, dass das genau das Richtige gerade ist. Das ist wichtig, dass du das erkennst und dass du rausgehst aus deinem, ich bin ja nichts wert und ich weiß nicht, ob ich es schaffe und soll ich das jetzt machen und ich bin ja so armselig. Nee, du bist ein kraftvoller Mensch. Das bist du eigentlich. Du bist kraftvoll, du weißt, was zu tun ist. Du hast Talente, du weißt, wie du die Dinge umsetzen kannst, du weißt es. Und du weißt es sogar so gut, dass du letztendlich den Oscar gewinnen kannst, ja? Und dass du dann wirklich bei dir zu Hause ankommst und auch Erfolg hast. Aber du musst halt den Schritt tun und das Ganze auch rausbringen, ja? Das musst du machen. Und aber erstmal erkennen, dass du tatsächlich auch was wert bist, nämlich du bist auch ein Joker.
Ja, ich hoffe, du hast es begriffen mit meinen Worten. Und da schreit jetzt wirklich der Quantenfred bei der Legung. Bei einer Legung Minimum muss ich den Quantenfred ziehen, immer. Okay, Baby, dann wollen wir mal gucken, was der Quantenfred dazu sagt. Für alle, die meine Legungen noch nicht kennen, der Quantenfred, das E2-Deck, das ist so das, was das Universum einen sagt, was Gott einen sagt, was eben der Quantenfred einen zu sagen hat. Auf den Dude können sie bauen. Du kannst auf den Dude bauen, Baby. Die Karte haben wir schon so oft gehabt. Weil der Dude weiß, wo es lang geht. Der Dude gibt hier den Raum. Der Dude, ich lese aber noch mal vor. Der unterstützt dich, der hält dich, der zeigt dir den Weg, ja? Okay. Heute ist ihr Glückstag. Die kosmische Intelligenz, auch genannt Quantenfred oder der Dude, wartet geduldig darauf, dass sie sich endlich von ihr helfen lassen. Warum überlassen sie es nicht zur Abwechslung einmal dem Dude, ihre Last für sie zu tragen? So tief kann der Schlamassel gar nicht sein, den sie sich eingebrockt haben, dass der Dude ihnen nicht heraushelfen könnte. Er hält ihnen nämlich immer den Rücken frei. Rockstar. Du bist nämlich ein Rockstar eigentlich und kein Filmstar. Also, das ist hier letztendlich der Dude. Diese Kombination an Lenormand-Karten ist der Dude. Das ist die Überraschung für dich. Der hilft dir nämlich aus diesem Schlamassel raus. Und das sind hier letztendlich die 5 Goldtaler. Und du solltest es annehmen. Nimm es an, dir wird geholfen. Du musst einfach nur das Ding umsetzen und an dich glauben und, wenn du magst, auch an den Dude glauben. Und ich möchte noch eine ziehen. Jetzt hatte ich hier 3 Karten im Visier. Die lassen sich überhaupt nicht mischen, die Karten. Eieieiei. Okay, nehmen wir die. Frei und unterwegs. Was haben wir denn hier? 50. Wo haben wir sie denn? 50 ist ja die allerletzte. Naja, fast. Besser kann es kaum kommen. Fest und unerschütterlich vertrauen sie darauf, dass der äußere Anschein überhaupt nichts bedeutet und dass sie selbst der alleinige Kapitän ihres Schiffes sind. Sie bestimmen den Kurs und unsichtbare Kräfte hören auf ihr Kommando. Ja, das ist die unterstützende Karte für den Dude. Du bist auf dem Kurs und den Weg, den du gehen möchtest, der ist für dich der richtige, auch wenn andere vielleicht meinen, es ist nicht der richtige, weil du wirst dann zum Schluss den Oscar holen, ja? Es ist nicht wichtig, was andere sagen. Wenn du spürst, das ist dein Weg, dann lass dich von anderen nicht klein machen, nicht so klein, dass du so da liegst wie hier, ja? Vielleicht bist du auch am Boden zerstört und so klein, weil andere dich klein machen. Du bist aber was Großes und du bist dein eigener Kapitän und du hast dein eigenes Schiff. Also fahr dein Schiff los und mach das, was zu machen ist innerhalb von deinem Thema. Und vertrau darauf, dass eben unsichtbare Kräfte auf dein Kommando hören und dich unterstützen. Und das ist letztendlich hier der Dude, auf den kannst du bauen. Ja, leg los, kann ich nur sagen. Leg los, Baby. Du hast hier so geile Karten, besser geht's gar nicht. Wow, jetzt spür einfach mal hinein, ob das deine Legung ist, ja? Und wenn du hier aus dieser Legung was rausnehmen konntest, Inspiration, oder wenn du dein Thema auch super genial reinbringen konntest, dann freue ich mich natürlich sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte. Und wenn du ein Problem hast, dein Thema jetzt hier reinzubringen, dann darfst du mich gerne anschreiben, dann helfe ich dir natürlich auch. Oder ich kann dir auch noch eine Kartenlegung machen, genau zu diesem Thema eben, weil du eben so am Boden zerstört bist. Und du kannst mich gerne erreichen unter andreawirk.com, ja. Und da sind meine Daten auch für WhatsApp und Telegram. Und du darfst mich natürlich bitte, bitte gerne auch über WhatsApp und Telegram und oder Telegram anschreiben, beziehungsweise anmorsen, weil da kann ich auch am schnellsten agieren. Das ist mir auch am allerliebsten, ja. Wie gesagt, wenn du da noch Unterstützung brauchst, wenn du Fragen hast, wenn du eine Legung brauchst und wenn du hier jetzt überhaupt nicht mit konform gehst, wenn du damit gar nichts anfangen kannst, dann leg die Legung weg, weil es ist eine allgemeine Legung, die kann natürlich nicht auf jeden passen.
und such dir im Internet eine andere Legung aus oder auch eine andere Kartenlegerin. Wenn du mit mir nicht konform gehst, ist auch legitim. Wir leben ja in einem freien Land. Ist ja nicht immer alles richtig, ne? Und genau. Ja, ich kann dir nur sagen, ich wünsche dir alles Liebe und ich danke dir sehr fürs Mitmachen. Und wenn du jetzt hiermit konform gehst, dann kann ich dir auch nur sagen, mach was draus, Baby. Mach was draus. Du hast hier ein riesen, riesen, riesen Potenzial. Ja? Alles Liebe, mach's gut. Tschüss.